Das ist so eklig, ne? Nicht nur, weil die Steuerung dann auch richtig beschissen ist. Insgesamt finde ich das einfach nur mega eklig. Was haben wir denn da? Hm. Brauche ich aber, glaube ich, gerade nicht. So, wir gehen einmal hier rüber. Und wir bewegen uns gerade stetig gegen Bosskampf. Talbot muss leiden. Aber sowas von. Ey, verarsch mich nicht. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Er ist gar nicht tot. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht. Das Schönste, nicht das Schlimmste, Magic. Das Schönste. Sie wurden alle verrückt. Och, Mann. Das also wollen Marlow und Talbot. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch. Oh. Sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen Sie das Wasser hier raus? Ach, Magix. Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle. Das kann ich nur unterschreiben, böses Katzi. Fett mit Ausrufezeichen. Ganz viele dahinter. Fett kursiv unterstrichen und mit Ausrufezeichen. Schau dich nur um. Die ganze Stadt steht auf dieser Höhle. Sieht nicht sicher aus, oder? Also, erstens habe ich gelogen. Ich wusste nämlich noch genau, was passiert. Was jetzt genau passiert ist, wir sind ja nach Uba gekommen und während Sully sich einfach nur das Wasser so über den Kopf gemacht hat, um sich ein bisschen abzukühlen, hat Nate es getrunken. Es ist allerdings irgendwas in diesem Wasser drin, weswegen er so ein bisschen die gemacht hat. Und ab dem Punkt, wo er Sully vor sich stehen hatte und Sully erschossen wurde, war alles fake. Komplett. Durch die Bank weg. Es war fake. Es war nur seine Halluzination. Bäm! Und das ist so, das erste Mal, wenn du das siehst, denkst du so... Nate ist einfach komplett ausgerastet. Aber wo war vorher die Granate? Das war auch fake. Also, das war so eine ganz normale Rauchgranate, die Talbot da reingeschmissen hat. Mehr nicht. Aber ob das jetzt wirklich passiert ist, weil Nate ja eh durchgeknallt ist, dadurch, dass wir aber hier sind, gehe ich davon aus, dass er sich das alles eingebildet hat, aber trotzdem Talbot etc. halt auch gar nicht hier sind. Sondern er hat sich das einfach nur eingebildet. Jetzt bin ich verwirrt. Das soll auch so sein. Stringent gesagt, wir kommen nach Urba, trinken das Wasser,
bekommen Halluzinationen. Und diese Halluzinationen beinhalteten Marlow, beinhalteten Talbot, beinhalteten diese komischen Soldaten, die dann zu Skelettsoldaten mit Feuer drumherum werden. Ah, das Wasser. Richtig. Und jetzt ist gerade die Frage, was ist in dem Wasser, was diese Halluzinationen auslöst? Das Einzige, was Salim, also unser Kumpel hier aus der Karawane, ja erzählt hatte, ist, dass Urba oder die, dass Urba verflucht ist, weil irgendjemand damals die bösen Djinns in einem Messinggefäß gefangen hat und dieses in die Schlucht von Urba geschmissen hat. Und daraufhin war Urba auf einmal verflucht. So, warte. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz lesen, was Magix geschrieben hat. Reparieren, wieder online. Kann ja nichts anderes machen. Wäre ansonsten rausgegangen, Fahrrad fahren und ab und Scheißbau. Bau keine Scheiße. Das ist es nicht wert. Oh, das ist lustig. Dann viel Spaß. Nein, Spaß beiseite. Bau keine Scheiße. In den letzten Monaten gewesen, 1.3 von der Weißen. Das ist doch mega gut. Magix, herzlichen Glückwunsch, dann bist du schon einen Schritt weiter als ich. Nein, das ist doch mega cool. Das ist untertrieben. Das bei Magix ist auch immer ein bisschen kompliziert, habe ich festgestellt. Ja, hilf mir mal. Das hat so zwischenmenschlich, wie halt Menschen sind, ne? Scheiße. Aber ich kenne genau solche Situationen. Ist Gott sei Dank schon Jahre her, aber ich kenne genau solche Situationen. Und die sind nicht schön, aber sie gehen vorbei. Versprochen, es geht vorbei, irgendwann. Manchmal dauert das länger, manchmal geht das schneller. Aber es ist immer irgendwann vorbei. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Denn auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass dieses Wasser mit irgendwas verseucht ist und deswegen diese Stadt untergegangen ist. Ja. Das, was böses Katzi sagt. Und Bösi. Katzi weiß, wovon sie spricht, weil Katzi ist weise. Katzi ist sehr weise. Warum muss ich dabei grinsen, wenn ich das sage? Das ist gar nicht so gemeint. Oh, ich bin so froh, dass Sally nicht tot ist. Meine Katze ist schwarz. Ja, ich habe nicht gesagt weiß, sondern weise. Findet sie. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich ihn nicht in den Fuß schießen? Warte. Habe plus bin. Was? Was so? Ja. Katzi ist jemand, die darf sagen, komm du erstmal in mein Alter.
wir nähern uns immer noch mit großen Schritten dem Ende. Warte, was? Oh, das ist aber schon ein bisschen her, ne? Das ist von heute. Das ohne Witz, das sieht aus wie ein... Entschuldigung, eben ein aktuelles Foto von einer gesehen, wo ich früher mal Nachhilfe gegeben habe und sie ist ganz schön groß geworden. Da habe ich festgestellt, boah, das ist auch schon lange her. Ach Mensch. Ja, das macht wieder die Erfahrung. Lasse reden. Gibt's einen sehr guten Song von den Ärzten? Lasse reden. Wieso, du bist doch hier? Sind wir etwa niemand? Nein, 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 nein! Nein! Death Counter. Sieht aus, als ist heute der dritte Teil beendet wird. Ich glaube auch. Das wäre ganz cool. Dann könnten wir nämlich, wenn wir es gut schaffen, noch mit dem vierten Teil anfangen. Und ich habe Bock auf den vierten Teil. Was soll der Scheiß? Stirb. Wop, 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 wop. Oh, toll. Dreimal geschossen, dreimal daneben. In Deckung! Holy crap. Aber nicht vom Wasser trinken. Das haben wir jetzt gelernt. Verdammt, soll ihr noch mehr besuchen? Sie sitzen in der Falle. Oh, sage. Ja! Ich will Teil 4 sehen. Teil 4 ist so geil. Ich glaube, ich brauche mal eben kurz eine Pause. Doch, sonst privat hier rausholen können.